Ihre Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert, aus Schottland. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg. Hey, nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allen war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich. Ich habe viele auf dem Gewissen. Mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wäre es gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja, das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins. Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht! Bring's zu Ende, du elender Feigling! Fick dich!
bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galanti. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass er ins Gras passt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch. Sel hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Dass dieses Land in der Lage ist, mit gutem Beispiel
höheren Normen halten wollen und uns den Konsequenzen stellen. Ihr Verdacht. Ich will daran glauben. Das will ich wirklich. Aber ich kann es nicht. Als Land haben wir es nicht geschafft, dafür gerade zu stehen, wenn wir Scheiße bauen. Unser Land ist ein verdammtes Kleinkind. Ein Vorschüler. Ein Vierjähriger, der nach einem neuen Spielzeug schreit. Und wenn er es dann hat, dann brüllt er, dass er es hat. Wir tun so, als gäbe es kein tolleres Land auf Erden als unseres. Aber unsere Politiker sitzen nur auf ihren Ärschen und tun so lange nichts gegen die Probleme der Menschen, bis sie Angst kriegen, dass Menschen sich gegen sie erhitzen. Wir sind genauso schlimm wie alle anderen Länder. Nein, Moment. Wir sind schlimmer, weil wir großes Potenzial haben. Wir sind schlimmer, weil wir eigentlich Gesetze haben, die speziell Armen und Unterprivilegierten Gehör verschaffen sollen. Wenn man diese Gesetze denn anwenden würde. Sie sollen eigentlich dafür sorgen, dass jede Stimme zählt. Und noch wichtiger, dass jedes Leben zählt. Wir haben Potenzial, doch wir vergeuden es. In Kämpfen wegen Hautfarben. Wir sind Höhlenmenschen, denen es wichtiger ist, rauszufinden, wer den größeren Schwanz hat, als dafür zu sorgen, dass jeder eine faire Chance erhält. Wir sind nur noch peinlich. Sorry, Leute. Ich habe anscheinend die Lieder auf den Nachbarn. Was bedeutet das für euch, die nächste Generation? Macht es besser. Strengt euch mehr an. Lernt aus unseren Fehlern. Habt keine Angst vor euren eigenen. Lebt damit, dass euch nicht alles gelingt. Akzeptiert, dass ihr manchmal bluten werdet, wenn ihr für eure Sache kämpft. Und wenn ihr an den Grundfesten der Zivilisation rütteln müsst, um etwas zu bewegen, dann rüttelt dran, Motherfucker! Die Stimme des Hollow ist und war immer die Stimme der Unterdrückten, der Entrechteten und Übergangenen. Egal welcher Rasse. Aber ihr müsst mehr sein als nur eine Stimme. Ihr müsst diese Stimme in Taten ummünzen. Und nicht vergessen, wenn die Stimme des Hollow spricht, dann hört ihr zu. Runter auf den Boden! Jetzt bist du am Arsch, Digga! Scheiße. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er und Georgie, beide. Die beste Neuigkeit seit Jahren. Da sagen wir doch Amen, Padre. Und was kommt als nächstes? Was heißt hier als nächstes? Es ist vorbei. Aus. Feierabend. Seien Sie still. Lincoln, nur weil Sam Arcano tot ist, ist es noch nicht vorbei. Was du getan hast in diesem Ausmaß, das hat ein Sturm in der Stadt verursacht. Und es wird sehr lange dauern, bis der sich gelegt hat, wenn er das hier tut. Marcano ist tot. New Bordeaux gehört jetzt mir. Ist keiner mehr übrig, der es mir streitig machen könnte. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ging nicht darum, Marcano zu ersetzen. Er sollte entfernt werden. Die Stadt hat genug durchgemacht. Sie braucht keinen neuen Sam. Diese Stadt, wollen Sie mich verarschen? Die ist ein einziger Sündenpfuhl. Hierher kommen die Leute zum Ficken, Saufen und Kiffen. Halten Sie Ihr dreckiges Maul. Aber das ist die Realität, Padre. Wenn sie keinen neuen Sam Arcano kriegt, scheißt sie selbst einen aus. Er hat recht. Bin ich es nicht, ist es jemand anderes. Wahrscheinlich ist er sehr viel schlimmer drauf. Ah. Link. Damals, als du aus dem Krieg zurückkamst, was hast du mir da gesagt? Dass du weg wolltest nach Kalifornien. Alles hinter dir lassen. Und ganz neu anfangen. Ja, aber... Sehr gut. Du kannst immer noch gehen, Lincoln. Es ist nicht zu spät. Geh. Und schau nicht zurück. Hör zu, ich würde liebend gerne bleiben und eure Debatte über die Qualitäten diverser Gangsterbosse lauschen, aber ich habe einen Termin. Nur einen kleinen Tipp noch. Diese Wichser, deine Ex-Partner, kill sie. Und zwar allesamt. Begrab sie, bevor sie dich begraben, Kumpel. Wir sehen uns, Padre. Ja.
Gott vergib mir, dass ich dir bei all dem beigestanden habe, Lincoln. Aber wenn du diese Stadt nicht demnächst verlässt, waren wir Freunde. Ist das klar? Pater. Die menschliche Seele kann nur eine gewisse Menge ertragen. Und meine ist dabei zu zerbrechen. Nachdem Lincoln weg war, hat Scaletta die Stadt übernommen. Er spuckte nochmal auf Marcanos Grab und machte sich dann daran, Sears Casino fertig zu bauen. Er hat sich's einfach genommen. 2 Jahre später eröffnete er schon das nächste und dann entwickelte er sich zum Baulöwen. Hotels, eine Arena, das neue Kongresszentrum. Heute ist diese Stadt überall bekannt als das Las Vegas des Südens. Aber all das ist auf Leichen gebaut, die Lincoln auf dem Gewissen hat. Mit Blutgeld, das er und seine Jungs der Mafia abgenommen haben. Und Vito? Der wohnt immer noch im Penthouse, oben auf Marcanos Casino. Und genießt den Blick über seine Stadt. Nach Sir Marcanos Tod ist Lincoln Clay spurlos verschwunden. Das FBI hat nach ein paar Monaten die Suche aufgegeben und die Akte geschlossen. Aber ich bin an ihm dran.
1971 führte mich eine Spur zu einer kalifornischen Werft, hatte unter falschem Namen gearbeitet. Aber als wir hinkamen, war er schon wieder weg. Danach verlor sich seine Spur. Ab 78 hielt ich ihn für tot. Doch dann habe ich von einem Typen gehört, der Lincoln hätte sein können und mit Kolumbianern dealte. Von da an wurde er alle paar Jahre mal wieder gesehen. Lincoln hat es bis nach Kalifornien geschafft und war da ein paar Jahre bei einer Schiffswerft. Hat sich sogar verliebt. So schwer, dass er die Frau heiraten wollte, aber es lief anders als geplant. Keine Ahnung warum. Dann zog er wieder durch die Welt. Nach Alaska, New York, Südamerika. Er war sogar noch mal in Vietnam. Ab und zu schickt er noch mal eine Postkarte. Ich glaube, Lincoln hat sich nie mit dieser Welt abfinden können, so wie sie ist, oder seinem Platz darin. Dieses Leben wird ihn irgendwann ermüden. Oder er macht Fehler. Darauf warte ich. Er entkommt mir nicht. Hold my hand. Oh, baby, it's a long way down to the bottom of the river.